Wenn du optimal Muskeln aufbauen willst, dann musst du nah ans Muskelversagen gehen. Aber Muskelversagen ist nicht gleich Muskelversagen. Und genau das musst du vorher verstehen, bevor ich dir verrate, warum Lengthened Partials deinen Muskelaufbau auf das nächste Level bringen können, wie du sie implementieren kannst und vieles mehr. Also, Muskelversagen ist nicht gleich Muskelversagen. Wenn du zum Beispiel Squats auf einem Bosu-Ball ausführst, das ist eine mit Luft gefüllte Halbkugel, dann wirst du nicht ans muskuläre Versagen deines Squats kommen, weil du wahrscheinlich koordinativ vorher versagen wirst. Bevor also dein Oberschenkelmuskel nicht mehr kann, verlierst du das Gleichgewicht und musst die Übung leider abbrechen. Du warst also gar nicht am Muskelversagen, musstest die Übung aber trotzdem aufgrund eines limitierenden Faktors beenden, in dem Fall aufgrund deines Gleichgewichts. Anders sieht es in der Beinpresse oder in einer Squatmaschine aus, denn dort spielen deine koordinativen Skills quasi gar keine Rolle. Wenn du in einer Squatmaschine nicht mehr hochkommst, dann bist du ziemlich wahrscheinlich auch ans muskuläre Versagen gegangen und hast dementsprechend einen verdammt guten Muskelaufbau Reiz setzen können. Was ist aber, wenn nicht deine Koordination oder meinetwegen deine Ausdauer, sondern ein gewisser Teil in der Bewegung selbst zum limitierenden Faktor wird. In der Brustpresse ist zum Beispiel der untere Teil meistens viel schwerer als der obere Teil. Wenn du jetzt über den gesamten Bewegungsradius trainierst, dann wird natürlich der untere Teil zwangsweise zum limitierenden Faktor, da du die Übung abbrechen musst, obwohl du oben eigentlich noch ein paar Wiederholungen rausballern könntest. Je nachdem, in welchem Bereich Muskelversagen erreicht wird, unten, in der Mitte oder auch ganz oben, kann ein anderer Teil der Bewegung dadurch komplett unterfordert werden. An sich wäre das gar kein Problem, wenn der wichtige Bereich ans Muskelversagen kommt und der unwichtige eben nicht. Denn der unwichtige ist, wie der Name schon sagt, nicht ganz so wichtig. Die Kniebeuge ist ein richtig gutes Beispiel hierfür. Unten ist es sehr, sehr schwer und oben verdammt leicht. Wenn du, sagen wir mal, 100 Kilo 10 mal ATG, also Ass to Grass, beugen kannst, dann könntest du ziemlich wahrscheinlich auch 150 oder 180 Kilo Half Squatten. Und das heißt, dass du in dem Moment des Versagens, wenn du in der Hocke sitzt und nicht mehr hochkommst, den oberen Teil ziemlich stark vernachlässigt hast. Denn der lacht sich über 100 Kilo 10 mal einfach nur schlapp. Während du also unten am Versagen warst, hättest du obenrum wahrscheinlich noch 20 Wiederholungen machen können und das ist natürlich alles andere als Muskelversagen. In der Kniebeuge ist das aber überhaupt kein Problem, denn gerade der untere Teil der Bewegung ist der wichtigste Bereich der gesamten Übung. Was ist aber, wenn es genau andersrum ist? Wenn also der wichtigste Teil der Bewegung oder ein verdammt wichtiger Teil der Bewegung durch einen nicht so wichtigen Teil der Bewegung krass limitiert wird. Bei Latzügen zum Beispiel ist gerade der obere Teil, wo der Lat richtig stark gedehnt wird, in der Regel super einfach und der untere Teil, also da, wo der Lat kontrahiert, verkürzt, eben extrem schwer. Und genau hier kommen sogenannte Lengthened Partials ins Spiel, also Teilwiederholungen in der gedehnten Position. Mit dieser Technik kannst du nämlich den Bereich der Bewegung ans Muskelversagen bringen, der bei vielen Übungen leider vernachlässigt wird. Warum keine Teilwiederholungen in der verkürzten Position? Wir haben zwar nicht zu allen Muskelgruppen genügend Daten, aber die Daten, die wir haben, zeigen ganz klar, dass die gedehnte Position am wichtigsten ist und im schlimmsten Fall ist sie halt eben genauso gut. Wenn also bei irgendeiner Übung der Bereich der Dehnung zum limitierenden Faktor wird, dann ist es kein Problem, auch wenn die verkürzte Position dadurch natürlich vernachlässigt wird, denn die gedehnte Position ist nun mal in der Regel am wichtigsten oder genauso gut. Und bevor wir zu dem Thema kommen, wie man Lengthened Partials sinnvoll in das eigene Training integrieren kann oder bei welchen Übungen sie am meisten Sinn ergeben, heute wird der legendäre Ivo Bar gerestockt, sowohl in Veggie als auch in Vegan, also so oder so 100% kollagenfrei, dafür aber mit einem richtig guten Geschmack und unglaublichen 3 Gramm Leucin pro Riegel und damit ist der Evo Bar meiner Meinung nach der einzige Proteinriegel, der einzige sinnvolle Proteinriegel auf dem gesamten Markt. Und generell, das wisst ihr hoffentlich, die besten Subs gibt es natürlich bei evosportsfuel.de, Link wie immer in der Beschreibung, gönnt euch unbedingt den Code ZEP für maximalen Rabatt. Also, wie kann man Lengthened Partials ins Training sinnvoll integrieren? Grundlegend gibt es 2 verschiedene Ansätze. Erster Ansatz, du machst einfach Teilwiederholungen in der gedehnten Position, wie der Name es schon vermuten lässt. Du gehst erst in die maximale Dehnung und dann führst du ca. 50% der gesamten Range of Motion aus. Versuch aber die Wiederholungen immer zu standardisieren, also beim Rudern immer zum gleichen Punkt ziehen, sodass du deinen Fortschritt richtig gut tracken kannst. Zweiter Ansatz, du führst einen ganz normalen Satz über die Full Range of Motion aus und wenn du dann nah ans Muskelversagen angekommen bist, machst du danach so viele Teilwiederholungen wie nur möglich in der gedehnten Position. Ich persönlich bin eher ein Fan von dieser Methode, da du dadurch in jedem Bereich der Range of Motion mehr oder weniger ans Muskelversagen kommst. Wenn du mit Reps in Reserve arbeitest, dann kannst du natürlich die Reps in Reserve in dieser Woche einfach einhalten. Bei welchen Übungen bieten sich Lengthened Partials denn ganz besonders an? Denn wie ich eben schon gesagt habe, bei einer Kniebeuge
macht es vielleicht nicht so unglaublich viel Sinn, weil der untere Teil sowieso zum limitierenden Faktor wird. Da würde es natürlich auch gehen, aber ganz besonders eignen sich Rudervarianten, Latzüge, Klimmzüge, Seitheben, Beinstrecker, Beinbeuger. Also quasi alle Übungen, bei denen die verkürzte Position zum limitierenden Faktor wird. Also schau einfach, wo genau kommst du ans Muskelversagen? Und wenn es eben die verkürzte Position ist, dann könntest du Lengthened Partials mit einbauen. Und falls du mit einem Meso- bzw. Trainingszyklus trainierst, dann musst du eigentlich drei Dinge beachten. Erstens, in der Intro-Week, also in der Woche nach dem Deload, lieber nicht machen, denn ansonsten wird der Muskelkater dich wahrscheinlich komplett killen. Zweitens, dadurch sinkt natürlich dein Volumenbedarf. Dementsprechend müsstest du theoretisch, wenn du vorher am Optimum warst, etwas weniger Sätze pro Muskelgruppe absolvieren. Und drittens, wie eben schon gesagt, kannst du dich an die Reps in Reserve der jeweiligen Woche orientieren. Mein Tipp an dich, fang erstmal mit dem letzten Satz einer Übung an, schau, wie du darauf reagierst und passt das Volumen bei Bedarf einfach an. Probier's aus, lass ein Abo da, mach die Glocke an und wir sehen uns im nächsten Video.